Was ist, wenn wir sagen würden, dass die Welt sich durch 2 Tage für immer verändern kann? Was ist, wenn alles, was wir bisher für selbstverständlich gehalten haben, plötzlich in Frage gestellt wird? In diesem Video werden wir uns diese 2 bestimmten Tage in der Astrologie ansehen, die die Kraft haben, die Welt zu verändern. Und wir werden uns mit den Ereignissen befassen, die sich an diesem Tag abspielen könnten und mit den möglichen Folgen für unsere Welt. Die Sterne beeinflussen unser Leben. Sie können unsere Persönlichkeit, unsere Beziehung und sogar unsere Zukunft bestimmen. Die Astrologie sagt, dass Ereignisse durch eine einzigartige Konstellation der Sterne verursacht werden können. Und diese Konstellation könnte einen Wendepunkt in der Geschichte der Menschheit markieren. Dies ist ein Zitat. Jetzt frage ich dich, bist du bereit, mit mir diese 2 Tage anzusehen? Dann bleib dran, gleich geht es los. Wer mich noch nicht kennt, mein Name ist Monika Nerianna Kardinal. Ich bin Heilmedium, hellsichtig und Buchautorin. Dies ist mein neuestes Buch, Das kosmische Wissen von Andromeda. Wenn du dich dafür interessierst, unter dem Video ist ein Link, auf den du einfach mal klicken kannst. Und was mir auch noch ganz wichtig ist zu sagen, bevor wir jetzt in die Tiefen hineingehen vom 10. und 14. Oktober, ist die Schwingung der Resonanz. Die Resonanz, die du in dir trägst, zieht das an, was du in dir trägst. Wenn du Liebe und Frieden in dir trägst, wirst du Liebe und Frieden anziehen. Wenn du aber so ein Angstgefühl in dir hast und überall, was ängstlich bist, überall, was vermutest, was dir schaden könnte, wirst du diese Angst anziehen. Wir hatten ja, und die Kanalmitglieder wissen das ganz genau, die Ausbildung zum Meister der Resonanz gehabt im Member-Webinar und dort haben wir also uns geschult, immer eine positive, gute Resonanz zu haben. Und das ist gerade für den Zeit des Wandels wirklich sehr, sehr wichtig. Ich lege es euch ans Herz und dann kann nämlich draußen passieren, was es will. Es kann passieren, was es will. Ihr seid in eurer positiven Resonanz und bleibt da auch drin. Und so bildet sich der Frieden in eurem Herzen. Und dieser Frieden zieht wiederum Frieden an. Und wenn dies alle Menschen machen würden, hätten wir schon lange Frieden und ein schönes Leben auf der Erde. Aber jeder Mensch ist in einer Entwicklungsstufe und wir arbeiten uns so langsam vor, um dann in die 5. Dimension in unserem Herzen hineinzukommen. Und einige haben es ja auch schon fast geschafft, sagen die Wesen von Andromeda, denn sie sind ja eng mit unserem Herzen verbunden und wir werden nachher auch noch eine Botschaft von ihnen bekommen. Ja, und heute geht es also um den 10.10. und um den 14.10. Diese 2 Tage habe ich mal angeschaut und sie tragen so eine intensive Energie, dass wir uns die unbedingt mal zusammen anschauen sollten. Und ich beginne dabei bei der Numerologie, bei der vedischen Astrologie, bei der westlichen Astrologie. Und wir werden gucken, was das alles für Europa zu bedeuten hat. Wenn wir jetzt die Numerologie anschauen für den 10.10., da mache ich das ein kleines bisschen ausführlicher. Die Zahl 10 ist ja eine Meisterzahl und sie kommt da 2-mal vor und sie steht für Vollendung. Vollendung und Neuanfang. Die Zahl 2 haben wir da auch 2-mal drin. Sie steht für Dualität und Zusammenarbeit. Also es heißt, es wird eine Zusammenarbeit hier in der Gesellschaft angestrebt. Die Zahl 3 steht für Kreativität und Kommunikation. Das heißt also, wir haben am 10.10. bestimmte Gespräche, die sehr kreativ sein können. Und wenn wir jetzt die Quersumme nehmen, kommen wir auf die 7. Die Zahl 7 steht für Spiritualität und Intuition.
Das ist die Quersumme von 2, 20, 23. Und wenn wir jetzt die Quersumme von der ganzen Zahl 10.10.2023 nehmen, haben wir die 9. Und die 9 ist der Abschluss von etwas. Das ist die Vollkommenheit, die Weisheit und die Kreativität. Das ist also, es könnte einen wundervollen, schönen Abschluss geben von etwas, was begonnen wurde. Oder es könnte einen Neuanfang geben von etwas, was wir die ganze Zeit uns gewünscht haben. Das ist also die Energie von den 10.10. Wenn wir jetzt auf den 14.10. schauen, dort haben wir die 14 und die 10. Und wenn wir jetzt die Quersumme, ich gehe mal da ein bisschen schneller durch, wenn wir tatsächlich nur die Quersumme anschauen, das ergibt ja die 4. Und da bekommen wir ein Gefühl von Struktur und Ordnung. Das heißt also, es könnte etwas Neues geschehen innerhalb der öffentlichen Ordnung. Das ist die Tendenz vom 14. Oktober. Der 10. Oktober in der westlichen Astrologie ist geprägt von einem Spannungsfeld zwischen Harmonie und Konflikt. Wir haben die Waage, sie steht für Gleichgewicht und Ausgleich. Sie hat sehr viel Arbeit am 10. Oktober, währenddessen die Zwillinge für Kommunikation und Austausch sorgen. Also es wird viel verhandelt werden. Und der Schütze steht für Idealismus und Expansion. Der kann auch schnell mal schießen. Also dieser Tag ist gut geeignet für Verhandlungen, Gespräche und Kooperationen. Es ist jedoch wichtig, sagt die westliche Astrologie, sich auf die eigenen Bedürfnisse zu konzentrieren und nicht zu viel von sich zu geben. Wenn wir jetzt die vedische Astrologie anschauen, dort spricht man von einem starken Fokus auf die eigenen Ziele und Ambitionen. Das heißt also, dort haben wir die Steinbocksonne, die steht für Disziplin und Durchsetzungsvermögen, während der Skorpionmond für Leidenschaft und Intensität steht und der Wassermann Aszendent steht dort für Individualität und Kreativität. Das heißt also, wir haben am 10. Oktober auch noch mal die Möglichkeit, Pläne umzusetzen, genau wie in der westlichen Astrologie. Und es ist aber auch wichtig, sich nicht zu überfordern, wird auch hier gesagt. Also stimmt ungefähr tatsächlich dennoch überein. Ja, und jetzt am 14. Oktober haben wir ja diese Sonnenfinsternis. Das ist eine totale Sonnenfinsternis, die aber leider jetzt nur in Südamerika, Afrika und im Indischen Ozean sichtbar sein wird. Und bei uns jetzt nicht so sehr, aber dennoch spüren wir ja die Energien. Als Fazit würde ich sagen, die astrologischen Deutungen für den 10. und 14. Oktober 2023 weisen darauf hin, dass es sich um eine Zeit des Wandels und der Herausforderung handelt. Es ist wichtig, sich auf die eigenen Bedürfnisse zu konzentrieren und sich nicht zu überfordern. Und das ist etwas, was ich euch eigentlich sowieso immer ans Herz legen möchte, egal was passiert. Jetzt schauen wir mal, welche Gemeinsamkeiten das vedische und westliche Horoskop hat. Wir haben also beide Systeme weisen darauf hin, dass wir Wandel und Transformation haben. Das sagt ja auch die Numerologie. Und dies könnte sich, und jetzt kommt es, in den politischen und gesellschaftlichen Veränderungen widerspiegeln. Dann haben wir noch eine Herausforderung. Beide Systeme weisen darauf hin, dass diese Veränderungen mit Herausforderungen verbunden sein können. Das heißt also, es könnte zu Konflikten, Krisen oder Umbrüchen kommen. Die westliche Astrologie sagt, dort liegt die Bedeutung des Spannungsfeldes zwischen Harmonie und Konflikt. Das heißt also, sagt also auch aus, dass es zu politischen Auseinandersetzungen oder Spannungen zwischen verschiedenen Gruppen kommen könnte. Die vedische Astrologie sagt, sie betont die Bedeutung, des Fokus auf die eigenen Ziele und Ambitionen zu legen. Dies könnte darauf hinweisen, dass es zu einer Zeit des persönlichen Wachstums und der Entwicklung kommen könnte. Also hier ist es tatsächlich anders, die Veden sagen, das ist deine Zeit für deine persönliche Entwicklung. Und jetzt
habe ich euch ausgearbeitet verschiedene Rückschlüsse auf die politische und gesellschaftliche Situation für Europa. Und zwar haben wir jetzt erstmal den 10. Oktober. Dort könnte es zu Verhandlungen oder Gesprächen zwischen politischen Akteuren kommen. Ist es jedoch möglich, dass diese Gespräche zu Konflikten führen? Ist es auch möglich, dass es zu politischen Entscheidungen kommt, die nicht den Erwartungen der Öffentlichkeit entsprechen? Also mit Vorsicht zu genießen. Der 14. Oktober sagt, es könnte zu einem tiefgreifenden Wandel in der politischen Landschaft kommen. Dies könnte sich in Form von Regierungswechseln, politischen Umbrüchen oder neuen politischen Allianzen äußern. Es ist auch möglich, dass es zu politischen Ereignissen kommt, die zu einer Krise oder zu einem Konflikt führen. Also das kann alles sein. Die Energien in der Astrologie sind dafür einfach da. Und es kommt immer darauf an, wie man selbst damit umgeht. Ich gebe euch mal noch ein paar konkrete Beispiele für politische Ereignisse, die in Europa an beiden Tagen eintreffen könnten. Wir haben den 10. oder um die Tage herum, um es mal so ein bisschen weicher zu machen. Also speziell am 10. Oktober könnten zum Beispiel, könnten Friedensgespräche zwischen der EU und Russland beginnen. Und das ist ja etwas, was wir uns alle wünschen. Und da sollten wir auch ganz viel Energie hineingeben. Gleichzeitig könnten auch Verhandlungen zwischen der EU und Großbritannien scheitern. Also auch das ist möglich, das ist unsicher. Da geht es noch hin und her. Also es könnte tatsächlich dort auch scheitern. Und möglicherweise wäre auch die Verabschiedung eines umstrittenen Gesetzes innerhalb der EU. Könnte das passieren? Dieser Tag trägt diese Energien. Am 14. Oktober könnte eine neue politische Partei bei einer Wahl in einem europäischen Land die Mehrheit bekommen. Es ist aber auch eine Energie hier, die einen Militärputsch in einem europäischen Land hervorrufen könnte. Das ist auch so eine, also der 14. Oktober ist eher ein Tag, der auch durch die Sonnenfinsternis eher problematisch ist, gerade in Bezug auf die zweite Aussage. Die erste Aussage, Sieg einer neuen politischen Partei. Man wird sehen, wenn das wirklich eintritt, was dann jetzt daraus hervortritt. Natürlich sind diese Ereignisse spekulativ. Es ist unmöglich, mit Sicherheit zu sagen, was in Europa an diesen beiden Tagen genau passieren wird. Aber die astrologischen Deutungen geben jedoch einen Hinweis darauf, dass es sich um eine Zeit des Wandels und der Herausforderung handelt, wo alles Mögliche in Bewegung kommen wird. Wichtig ist es für uns, dass wir selbst in unserer Mitte bleiben und gelassen diesen Tagen entgegenschauen, dass wir uns auf unsere Kraft konzentrieren, die in uns liegt, und dann durch diese Kraft unsere eigene Welt schaffen, die nämlich Frieden und Liebe ist. Es ist einfach auch die Möglichkeit für uns des persönlichen Wachstums, die wir in dieser Zeit erhalten. Ja, das ist viel besser, sich also da auf sein persönliches Wachstum zu konzentrieren. Das kann in Form von neuen Erfahrungen und Erkenntnissen oder auch Veränderungen in den verschiedenen Gesellschaften sich äußern. Als Fazit würde ich sagen, die astrologischen Deutungen für den 10. und 14. Oktober deuten einfach darauf hin, dass es sich um eine Zeit wirklich der großen Herausforderungen handelt. Und es ist ein Zeitpunkt, an dem neue Möglichkeiten entstehen, aber auch Hindernisse erstmal überwunden werden müssen. In Europa könnte dies zu einem neuen politischen Kurs führen, zu einer neuen Gesellschaftsordnung oder zu einem neuen Bewusstsein. Dieses neue Bewusstsein, zu dem wir streben, denn wir haben ja das Ziel, Licht und Liebe auf die Erde zu bringen, und da sollten wir unseren Fokus hinleiten, egal welche Krisen oder Konflikte jetzt in der
Politik sich zeigen, ihr Lieben. Und jetzt möchte ich euch noch einladen zu dieser Botschaft von Andromeda, was die Sternenwesen sagen, denn sie sind ja noch viel enger mit der Astrologie verbunden und sie haben diese Energien, die wir auf der Erde wahrnehmen, nochmal in einem ganz anderen Fokus, weil sie in einer höheren Dimension leben und dadurch sehr sensibel sind, also anders als wir nochmal viel, viel, viel mehr hochsensibel sind. Und deswegen ist diese Botschaft wunderschön, die wir bekommen werden. Und ich freue mich, dass ich die euch jetzt überbringen darf. Und so werde ich mich einsprühen mit dem Auraspray der sieben Schwestern und wünsche euch allen ganz viel Freude jetzt. Geliebte Herzensmenschen der Erde, wir senden den Segen des Lichtes von Andromeda und Maimedana wurde auserwählt, um zu euch zu sprechen. Und so begrüße ich jeden einzelnen von euch. Ich bin die zweite kosmische Schwester. Mein Name ist Maimedana von Andromeda. Die Zeiten des Wandels sind im Gange und ein jeder von euch ist betroffen. Und das, was wir von Andromeda dir heute sagen möchten, ist, dass du dich immer auf dein Herz und auf deine Gefühle verlassen solltest. Das, was geschieht, es wird geschehen und es muss geschehen, damit der Wandel sich vollziehen kann. Wichtig ist es, geduldig zu sein und in seiner eigenen Kraft zu bleiben, denn nur so bist du sicher in deiner Energie. Sobald du dich von außen ablenken lässt, von deiner eigenen Herzensenergie, kann es sein, dass dich die Energien schwächen. Und das brauchst du nicht. Du bist viel mehr und viel größer, als es scheint. Und sobald du dich auf deine Herzensliebe, auf dein Licht konzentrierst, wirst du auch spüren, wie stark du bist, dass du noch viel mehr bist als ein Mensch. Und so haben es schon viele von euch geschafft, sich nicht mehr beeinflussen zu lassen von dem, was im Außen geschieht. Und völlig egal, was auch geschehen mag, wichtig ist jeder einzelne von euch, der sich auf sein Licht konzentriert, denn ihr haltet die Strukturen der Liebe, ihr haltet die Strukturen des Lichtes. Und das ist ganz wichtig, dass diese Strukturen gehalten werden, denn so können wir für euch wirken. Wir senden in diese Strukturen unsere Kraft, unser Licht, um euch zu stärken. Und so ist es uns immer wieder eine Freude zu sehen, wie viele Menschen sich bereits zum Licht bekannt haben, wie viele Menschen entdeckt haben, dass das Licht und die Liebe die größte Kraft ist. Wir überreichen dir das Licht von Andromeda. Dieses Licht ist eng mit dem Erdlicht verbunden. Wir sind Nachbarn im Universum und wir achten euch sehr. Und so lege ich, Maimedana, nun meine Hand auf dein Herz, um das Licht zu dir fließen zu lassen. Das Licht der Liebe, was dir sagt, du bist nicht allein und du kannst alles schaffen. Vertraue einfach, vertraue auf dein Herz. Und lass dich nicht von deinem Weg abbringen. Und so fließt nun diese Energie zu dir eine Weile ohne Worte und legt sich wie ein sanfter Schimmer um deine Aura.
Und vielleicht spürst du jetzt, wie sich eine neue Kraft in dir entfaltet, es dir leichter wird und du ganz sicher bist, dass du es schaffen wirst, egal was geschieht. Die geistigen Wesen sind bei dir, deine Sternenfreunde und die lichten Wesen, alle sind sie da, um dich zu begleiten. Und so senden wir den Segen des Lichtes zum Abschied und möchten dir sagen, du bist so sehr geliebt, wir sind an deiner Seite. Doch den Weg, den musst du alleine gehen. Aber wir sind hier, um dir deinen Weg zu beleuchten. Und so lassen wir noch ein wenig die Musik für euch spielen, damit ihr euch verbinden könnt, damit ihr noch länger in dieser Energie sein möget. Ich verabschiede mich von euch voller Liebe. Eure Nirjana.